Ja, derzeit hören wir wieder in Nordrhein-Westfalen von einem Campingplatz eine Kindersex-Affäre. Es ist unglaublich, was in diesem Lande passiert. Ob es in der Kirche vorgekommen ist, ob es jetzt auf einem Campingplatz passiert, ob Unterlagen, 55 CDs verschwinden von Kindersex, Kinderpornografie. Bei der Polizei verschwindet so etwas. Was gibt es denn in diesem Land überhaupt noch, worauf wir Wert legen können? Sehen Sie da hinten die spielenden Kinder, welche Freude sie haben. Wie kann ein erwachsener Mensch sich daran vergehen, der nicht bestraft wird? Einzig unsere Partei hat immer gefordert, eine Volksabstimmung zur Wiedereinführung der Todesstrafe, damit solche Typen sich nicht wieder an unseren Kindern vergreifen dürfen.